Montageträger sowie Abdeckkappen, Schrauben und Dübel sind in der Lieferung in einem transparenten Säckchen mit der Aufschrift Zubehör enthalten. Erforderliches Werkzeug sollte griffbereit sein. Verlängern Sie die Nische bis zur gewünschten Höhe an der Wand und markieren Sie diese Stelle. Nun messen Sie von dieser Stelle den gewünschten seitlichen Überstand der Anlage hinzu. Der rechte und linke Trägerclip muss vom seitlichen Ende ca. 10 cm nach innen montiert werden. Teilen Sie die weiteren Montageträger auf die übrige Breite gleichmäßig auf. Nun können die Montageträger montiert werden. Schieben Sie die Abdeckkappen auf den Träger. Je nach Wunsch kann der Abstand zwischen Schiene und Wand verändert werden. Dazu benötigen Sie einen Schraubenschlüssel. Die Schiene muss in dieser Weise auf dem Clip an der Decke befestigt werden. Klicken Sie nun die Schiene auf die Träger. Nehmen Sie die Stoffpaneele und glätten Sie diese auf den Paneelwagen. Nehmen Sie die Beschwerung und befestigen Sie auf beiden Seiten die durchsichtigen Endkappen. Nun schieben Sie bitte die Beschwerung in den dafür vorgesehenen Tunnel am Panelende. Jetzt können Sie die Panelwagen nach unten verschieben.